Es ist soweit, meine Damen und Herren, liebe YouTube-Gemeinde. Na, ernst beiseite. Hallo, hier ist euer Handakiel und willkommen zur ersten Folge von meinem Let's Play zu Black Desert Online. Ja, wie ihr seht, hab's mir schon einen Charakter erstellt. Ich denke, Beispiele für den Charakter-Creator gibt's schon zuhauf. Das muss ich jetzt nicht hier gleich am Anfang machen, weil da kann man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir springen gleich direkt rein ins Spiel. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Auf geht's. Jetzt kommen hier erst noch so ein paar kurze Einstellungen. Ja, diesen Vibrationseffekt, das habe ich schon in der Closed Beta festgestellt, den mag ich nicht so gerne, deswegen werden wir den mal ein bisschen runterdrehen. Was haben wir hier noch? Bildeffekt, Kamera konfigurieren. Wir werden die Kamera bewegen, dadurch werden. Oh, das lassen wir erstmal so. Ja, da möchte ich eigentlich. Ja, das ist eine kurze Einstellung, um wie die Wegfindung funktionieren soll. Also das hier mit den Pfeilen auf dem Boden gefällt mir gar nicht. Das geht so. Und dieses Irrlicht, das sieht ganz witzig aus. Aber ich denke, ich werde das bevorzugen, keine Hilfe zu nehmen, weil man bekommt den Pfad auch auf der Minimap angezeigt. Also, weiter. Grafikeinstellungen. Gut, dann nehmen wir erstmal. Schauen wir mal, auf was für eine Framerate wir landen. Ach was. Mut zur Lücke. Mal gucken, was passiert. Und los geht's. The central city of trading. Back when ships from Valencia would anchor in Nauru, children would greet the merchants and fireworks would light the skies. Nauru was a thriving city of sailors and merchants, and crowded areas were guarded by mercenaries. Little did they know what had arrived. Could any of these people know of the Elysian Stone? It is the mythical stone of the ancient civilization, but the dark power it possesses has been hidden by that very civilization. At last, the Elysian was uncovered. A mysterious black smoke rose up over the ridge. It seemed to know exactly where it was headed. To Goma Nauru. The Elysian Stone reverberated. People started to disappear all across Goma Nauru. In the end, there was no one left, and that day was soon forgotten. Hey.
Tja, da sind wir. Sieht so aus, als wenn es uns nicht sonderlich gut gehen würde. Ja. Ja. Übliches Tutorial. Mit W können wir uns ein bisschen bewegen. Mit WASD können wir hin und her laufen. Mit Umschalten können wir etwas schneller laufen. Scheint aber nicht so ganz zu funktionieren. Was haben wir denn da? Menschen wollen immer, dass andere ihr die Drecksarbeit für sie erledigen. Okay. Gut, schauen wir mal. Quest. Endlich seid ihr richtig wach. Das war wirklich nicht leicht. Ihr scheint ja immer noch benommen zu sein, aber ich werde euch helfen. Dafür schuldet ihr mir was? Ihr fragt euch sicher, wo ihr hier steckt. Sprecht doch mal mit dem großen Typen da drüben. Okay, annehmen. So. Then click the red button on the received quest info menu to activate navigation for that quest's destination. The destination will be highlighted by a huge pillar of light that you should be able to see from a distance. Ah ja, okay. If you click the yellow button, you'll auto run to the destination. Ja, ich denke, so spannend ist das auch nicht. Gut, also, was er uns erzählen wollte, war, dass wir halt hier den Questhelfer aktivieren können und wie wir hier sehen, in der Sprechblase mit T können wir automatisch dahin laufen. So, mit R können wir den ansprechen. Hat. This farm is no place for a distinguished man like myself, don't you agree? Thanks. You guys are all I have. This is the fee, right? You fool! My little friends need better than that. What kind of person would eat his own friends? Stop nitpicking. They'll understand. Okay. Maybe I should just pack up and leave for Velia. Sind Hühner nicht niedlich? Möchtet ihr sie füttern? Nee, nicht wirklich. Mal schauen. If you're headed to Velia, see oh, hallo, hübsche Kleine. Alles in Ordnung bei euch? Braucht ihr Hilfe? This isn't a very good sight. Woher kommt ihr? Wieso antwortet ihr mir nicht? Habt ihr etwa Angst? Auch gut. Es redet sowieso niemand gern mit mir. Was starrt ihr mich mit so... Was starrt ihr mich mit diesen müden Augen an? Hier, nehmt dieses Mittel. Das sollte euch helfen. Was sollen wir hier machen? Aha. Inventar öffnen. Ah ja, okay. Also... Cut the crap and get to the point. Inventar öffnen und den Heiltrank trinken. Rechtsklick. Wunderbar. Schauen wir mal, ob das jetzt besser geht. So. Wie kann man es auch wieder zumachen? Also, ja. Ah, wunderbar. Okay. Das ist das Quest-Symbol für eine abgeschlossene Quest. Ja. Das hier oben. Proper breathing requires. Na also, sieht doch gleich viel besser aus. Auf Bioniers Tränke ist eben immer Verlass. I've got everything I need, just not enough. Seid ihr etwa auf Abenteuerreise? Dann wisst ihr bestimmt, dass ihr hier in Olvia seid. Sprecht zuerst einmal mit unserem Oberhaupt Igor. Ist immer äußerst nett zu Abenteurern. Okay. Maybe I should just pack up and leave for Velia. Ja. Ja,
alten Laden. Aha. Ey. Brauchen wir jetzt nicht. Press the control key to turn the mouse on or off. Kriegen wir da denselben Help-Tag nochmal. Nochmal das Ganze und wir sollen wieder automatisch dahin laufen. Ja. Muss ja sagen, ein absolut herausstechendes Merkmal dieses Spiels ist einfach, dass es umwerfend aussieht. Es wird hier natürlich gerade dunkel, deswegen kann man das noch nicht alles so ganz gut erkennen, aber es ist schon wow. Ah ja. Häuptling Igor, wie heißt er? Bartali. Gut, dann sprechen wir mit ihm. I got this necklace in Medea when I was young. Maybe this necklace is the cause of my granddaughter's nightmares. If you really need it, I'd be happy to give it to you. That would be a great help. I'm too old to care about this kind of thing anymore, you know. Here you are. Oh, thank you so much. We'll do everything possible to find the source of your granddaughter's nightmares. Please. Seek out Princess Durette and her investigation team at the Ancient Stone Chamber. You're a new face. Are you from abroad? Sind wir uns schon einmal begegnet? Stammt ihr aus einer anderen Region? You've come to the right place. Oh, ihr müsst auf Abenteuerreise sein, nicht wahr? Doch ihr scheint noch nicht sehr erfahren zu sein. Sorgt euch nicht, denn auch ich war einst ein Abenteuer. Zuerst einmal solltet ihr an eure Selbstvertrauen arbeiten. Was kriegen wir denn hier eigentlich? Erfahrungspunkte, Lebenspunkttrank und... Wie viel sind das? Boah, ist das schlecht zu lesen. 3000 Silbermünzen. Nett. Jarrett, the Princess of Heidel, just visited. She's pretty annoying, actually. Ein Mann namens Eden hat der Stadt einen Besuch abgestattet. Ich dachte, er wäre nur ein weiterer Abenteurer. Aber in der Tat ist er so etwas wie eine Berühmtheit. Selbst Prinzessin Jarrett von Heidel ist in der ist in die Stadt gekommen, um ihn zu treffen. Ihr scheint auch die eine oder andere Geschichte auf Lager zu haben. Warum schaut ihr also nicht einmal bei Eden vorbei? Okay. Velia is a better place to learn about production than here. So, was haben wir hier jetzt noch? Da können wir, glaube ich, was über die Stadt noch lernen. Ja, ihr habt neues Wissen erhalten. Olvia. Dies ist die größte Stadt im Gebiet von Balenos und gleichzeitig die ruhigste. Aha. Willkommen in Olvia. You're a new face. Okay, weiter geht's. Are you from abroad? So, ah, da ist auch schon der Eden. Are you really an expert? You don't look like one to me. I've investigated ruins across the continent. Ancient artifacts are my forte. Everybody says they're an expert. Could you have done all that by yourself? Not by myself. I'm with an ancient language expert and some quality excavators. You stand before Princess Jarrett. You must mind your... Please understand that it's hard to trust you given the magnitude of the task before us. Return where you came from. All right, then. This gemstone was recovered from the Valencia ruins. It was verified to be authentic by the Imperial Court. It couldn't be. A gem of balance?
They say it concealed the dark power, but I never thought I'd see one in my life. Could this be what Sir Jordine is looking for? Fine. You are in charge of the Stone Chamber investigation. A fortnight. That's how long you'll have for the investigation. Good. You'll see me sooner than that. Destiny must have led you here. Ha, ach du lieber Himmel, ihr seid wohl ein ziemlich launisches Prinzesschen, was? Schön euch kennenzulernen. Ich bin Eden. Okay. Never stop seeking light, even in the deepest darkness. Das Oberhaupt hat mich vorgestellt. Also, ich bin keine Berühmtheit, ich bin nur ein Abenteurer wie ihr. Einem orientalischen Sprichwort zufolge ist es schon Karma, ich meine Schicksal, wenn man an einer Person bloß vorbeigeht. Eines Tages führt uns das Schicksal womöglich wieder zusammen. Was bekommen wir hier? 3 Energiepunkte und Beitrags-EP. Okay. Experience will gradually reveal the way. Ich glaube allerdings nicht, dass euch die Ratschläge eines alten Mannes weiterhelfen werden. Und der Talentlehrer sollte sich hingegen besser dazu eignen. Er ist hier im Dorf bekannt für seine lehrreichen Übungskämpfe. Vielleicht kann er euch ja auch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Na, dann schauen wir doch mal. Remember, friend, I'm Eden. Ja, Untersuchung der Steinkammer. Olvia war einst die Hauptstadt von Balenos. Oh, davon habe ich natürlich nur gehört. Ich schätze, ihr habt unser Gespräch mitbekommen. Nun seid ihr auch an den Ruinen interessiert? Die uralte Steinkammer befindet sich ganz im Süden des Waldes. Der Abgeschiedenheit. Dank unserer rothaarigen Prinzessin braucht man eine Erlaubnis, wenn man sich genauer umsehen will. Ah, ja. Destiny must have led you here. Okay. Ja, dieser komische Schwarzgeist wieder. Vertraut mir einfach. Ruft mich jederzeit, indem ihr die Taste Komma drückt. Ah, ja. Quest. Und Rat. Ihr seid noch viel zu schwach, so werdet ihr dort draußen nicht lange überleben. Zum Glück scheint es hier einen erfahrenen Kämpfer zu geben, der kann uns vielleicht helfen. Wir haben... Was? Wir haben... Gott. Wir haben die denn hier... Wir haben die den hier genannt. Meine Fresse. Knoten in der Zunge. Also nochmal. Wir haben die denn hier genannt... Ich glaube, es war mehrfarbig oder bunt oder so. Ja, okay. Flachwist lässt grüßen. Gut. Also, wir sollen zum Trainer. Nein, das wollen wir nicht nochmal sehen. So. Ja. Wow. Selbst im Dunkeln, finde ich, sieht es hier sehr nett aus. Gucken. Ah, da hinten ist er. Ne, da geht's nicht runter. Hier müssen wir lang. Und da hinten. You have to place it where it can be seen, though. Wie bitte? Gut. Dann schauen wir mal. Who the hell is Commander Croxus anyway? Did he get promoted to commander by breaking bottles? Isn't this just an excuse to drink more? Leave Olvia to the vigilantes. Woher kommt ihr? Ihr seht erschöpft aus. We all have a strong attachment to this town. Igor hat euch zu mir geschickt? Ah, dann müsst ihr das Kind des Windes sein. Hm? Das Kind des Windes. So, so.
We should be the ones to defend our own land. Hey, was ist jetzt los? Ich wollte euch den Ausweichschuss beibringen, doch anscheinend beherrscht ihr ihn bereits. Der Ausweichschuss ist ein wichtiges Talent im Repertoire der Waldläufer. Dadurch könnt ihr beim Schießen durch schnelle Seitwärtsbewegungen ausweichen. Eure Bewegungen im Kampf weisen noch Mängel auf. Das ist ganz verständlich. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Was er nicht sagt. Wollt ihr ein neues Talent erlernen? Ich glaube, Windladung wäre eine gute Wahl für euch. Ah ja. You can learn such skills from the skill instructors in each town. The plus icon indicates a skill you can learn now. Left click on the skill to learn it. You can also acquire skills using the learn button in the learnable skills list on the right. Naja, ich glaube, Skillbaum ist noch weitestgehend selbsterklärend. Also, wir sollen Windlandung lernen. Dann schauen wir mal, was das ist. Feuert einen Pfeil ab, der mit der Kraft des Windes aufgeladen ist. Umschalten und rechte Maustaste. Linke und rechte Maustaste während des Reitens. Aha, okay. Mal gucken, wie der sich auswirkt. Braucht 100 Ausdauer für jede Aufladung. Schaden der ersten und zweiten Aufladung. 105% mal 2 Treffer, Genauigkeit plus 10. Schaden der zweiten Aufladung wird während des Reitens zum Basisschaden. Mana-Punkte verbraucht plus 9. Während des Reitens verursacht Rückschuss bei erfolgreichen Treffern. Niederschmetterschlag. Luftangriff. What? Rückstoß, Niederschlag nicht im PvP. Und das kleine Video da unten zeigt uns, wie der funktioniert und wie der aussieht. Schick, schick. Gut, dann lernen wir den mal. Zack. Gefällt es euch, den Wind zu beherrschen? Je häufiger ihr das Talent einsetzt, desto mehr Erfahrung bekommt ihr. Aha, so heißt das jetzt, dass der Skill stärker wird? Je häufiger ich ihn benutze, oder? Schauen wir mal. Einige Abenteurer auf dem Kontinent sind bereits auf der Stufe eines Meisters, also seid nicht selbstgefällig. Schicke Warnung. Der gefährlichste Moment ist der, in dem man glaubt, unbesiegbar zu sein. We should be the ones to defend our own land. Ihr riskiert euer Leben bei jedem Kampf, deshalb müsst ihr euch gut vorbereiten. Greift eine Vogelscheuche an. Das ist zwar kein echter Gegner, aber so lernt ihr die Grundlagen. Und ohne Grundlagen geht gar nichts. Seid ihr bereit? Jawohl, Sir. All of us vigilantes look up to Croxus. Schauen wir mal. Oh. Ah ja, okay. Das Intro war also noch instanziert und jetzt geht's hier auf in die freie Welt. Mal gucken, ganz schön dunkel hier. Da hinten haben wir eine Puppe für uns selbst. So. Also, was haben wir denn da? Schritt 1. Drückt die Tab-Taste oder linke Maustaste, um den Kampfmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Hopp, hopp. Okay. Linke Maustaste, bop, bop. Schritt 2, linke oder rechte Maustaste zum Angreifen. Okay. Also, linke Maustaste ist nur der Standardangriff. Und rechte Maustaste, ah ja, das ist so ein Nahkampfangriff. Ui, das sah schon ziemlich cool aus. So, drückt S und linke Maustaste während eines Angriffs, um einen stärkeren Angriff auszuführen. Also Angriff und S und Roms. Drückt zum Ausführen eines Unterangriffs die Taste F. Schauen wir mal, was das ist. Hey, let's kick it! Gebt die Quest auf, nehmt sie erneut an. Nö, das brauchen wir nicht. Achso, machen wir Waffe wieder weg. Das ist dann auch Tab. Leave Olvia to the Vigilantes.
Gut gemacht. Mir gefällt euer Kampfstil. Wir sind der Meister. Ein, zwei Sachen sind zwar noch verbesserungswürdig. Okay, wir sind doch nicht der Meister. Aber das kommt schon noch. Die Bürgerwehr wacht über Olvia und gewährleistet, dass die Kinder hier sich herumtrollen können. Tollen können, nicht trollen. Trolls sind was anderes. Ja. Da ist wieder dieser süße kleine Schwarzgeist. Mal gucken, was er uns jetzt will. Was krabbelt da im Gras? Das war ja ziemlich langweilig bis jetzt. Zeit für einen richtigen Kampf. Vor dieser Stadt wimmelt es nur so von diesen nervigen Graskäfern. Die eignen sich doch bestimmt als Aufwärmprogramm. Und. Ja. Das war dann, nein, nicht schon wieder das. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich zu einer Quest komme. Gut. So. Ja, das war wohl dann das Intro. Und jetzt werden wir in die freie Welt entlassen. Da kann ich dann ja auch mal ein bisschen vielleicht noch erzählen, während ich mal gucke, dass ich hier diese komischen Käfer finde. Was ich eigentlich vorhabe in diesem Let's Play. Da war doch schon einer, da ist ja schon einer. Ja, also was ich eigentlich vorhabe ist, also was ich definitiv nicht machen werde, ist hier so schnellst wie möglich hochzuleveln, weil ich mir sage, dafür ist diese Spielwelt viel zu schön. Und ich möchte hier schließlich auch was erleben in diesem Spiel. Und außerdem möchte ich auch mich gerne mit Handel und Handwerk beschäftigen. Und das gibt so 10.000 Sachen in diesem Spiel, die man machen kann. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. So, jetzt haben wir hier schon die Quest erledigt. Das ging ja fix, das waren bloß zwei. Jetzt wollen wir die Komma-Taste wieder drücken, um den Geist zu rufen. Schauen wir mal. Na, das war ja keine große Herausforderung. Sehen wir uns weiter um. Wer sind wir und wo? Im Moment fehlt uns das Wissen, um diese Fragen zu beantworten. Als erstes sollten wir uns mit einfachen Dingen beschäftigen. Okay. Okay. Achso, hier steht jetzt, was wir als nächstes machen sollen. Erlangt das Wissen über die Wiesel bei Olvia, indem ihr einige besiegt. Okay. Annehmen. What happened to your fighting skill? You must have forgotten how to fight. What? Da ist jetzt plötzlich die deutsche Übersetzung weg. Believe or not. Also glaubt es oder nicht. Du warst ein beeindruckender Kämpfer damals. Ich werde dir helfen, deine Erinnerungen zurückzuerlangen. Folge meiner Führung und du wirst dich bald erinnern. Der Schwarzgeist will, dass sie eine Combo ausführt. Führt die Combo aus, die am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Waldläufer und Combo-Anfänger. Aha. Also Training, Basis-Skills. Oh, das ist mal irgendwo. Basis-Skills. Also, Bogentalent. Ausweichschuss, Nadelspitze. Aha, okay. Also. Zack, zack, zack. Wow. Ach, das soll ich 10-mal machen. Okay. Gut, dann suchen wir uns erstmal unsere Questgegner. Das waren die Wiesel. Und von denen sollen wir Wissen entlangen. Das ist jetzt in diesem Spiel ist das so, wenn man das erste Mal gegen einen Gegner kämpft, wie jetzt hier diese Wiesel,
Das ist da übrigens mit diesem blauen Schild da drüber, das sind dann unsere Questziele. Dann kann man noch nicht so wirklich sehen, wie viele Hitpoints die haben, beziehungsweise der Lebensbalken von denen verändert sich eigentlich quasi gar nicht. Und man muss dann halt erst Wissen erlangen. Zack, 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 komm. Ja, das ging schnell. Das kann auch sehr viel länger dauern. Also das ist dann, hat man ja gerade eben gesehen, stand da ganz groß oben auf dem Bildschirm, Wissen erlangt, Stufe C. Das gibt da verschiedene Stufen, da werde ich dann nachher nochmal irgendwas zu erzählen. So, jetzt wollen wir erstmal die Quest abschließen hier. Wir haben ja jetzt Wissen über die Wiesel erlangt. Das ging jetzt schneller als erwartet. Also, dieser Komma-Taste. Jetzt versteht ihr mehr von den Wieseln. Könnt ihr ihre Lebenspunkte sehen? Achso, ich muss jetzt hier auswählen. Eigentlich ist es im Moment noch egal, aber ich weiß, Waldläufer ist ziemlich Mana-lastig, deswegen werde ich hier mir schon mal anfangen, Mana-Tränke zu sammeln. Die kann man später noch dann, das sind ja jetzt natürlich so ganz kleine Mana-Tränke, die kann man später noch dann zu größeren zusammen machen. Also, abgeschlossen. Ihr werdet einen Feind nicht verstehen, wenn ihr ihm nur einmal gegenübertretet. Also das ist im Prinzip das, was ich gerade eben meinte. Wenn man noch nie gegen den gekämpft hat, dann weiß man auch nichts über den. Da ihr nun das Wissen über Wiese erlangt habt, solltet ihr besser ihre Schwachpunkte kennen. Greift erneut einige Wiesel an. Ihr solltet in der Lage sein, zu sehen, wann sie im Kampf sterben werden. Okay. So, wir sollen immer noch die Kombos üben und tötet Wiesel, bis ihre Lebenspunkte angezeigt werden. Ja. Nehmen wir mit. So. Aber eine Sache kurz vorweg, das ist hier ziemlich duster. Damit wir überhaupt was sehen können, gibt es eine Laterne. Es werde Licht. Gut, jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. Der will sein Loot nicht haben. Können wir noch nicht mitnehmen. So, Wiesel, Wiesel, Wiesel. Oh, hier sind ja ganz viele Wiesel. Also. Zack, zack, zack. Oh. Habt ihr gesehen? Aber jetzt können wir die Lebenspunkte sehen. Oh, einmal hier die. Wir sind alle tot. Gut, der Schwarzgeist möchte, dass wir mit ihm sprechen, also tun wir das. Es ist beschwerlich, gegen einen Gegner zu kämpfen, dessen Grenzen ihr nicht kennt. Wenn ihr wissen wollt, wie viel ein Gegner aushält, müsst ihr das Wissen über ihn erlangen. So wie gerade bei den Wiesen. Jo. Gut. Also, Belohnung auswählen, Mana-Trank. Seht ihr diese eigenartigen Kreaturen mit den verschlafenen Augen? Das sind doch ausgezeichnete Spielzeuge, nicht wahr? Oh, Füchse sollen wir jetzt töten. Okay, Füchse, die armen Füchse. So. Füchse, die sind da hinten irgendwo. Hier sind noch mehr Wiesel. Wiesel, Wiesel, Wiesel. Ja. Wenn man die Waffe übrigens wegsteckt, dann kann man ein bisschen schneller laufen. Das ist ein Fuchs. Ups. Bezwingt Füchse. Drei. Ach ja, zu. Fällt mir gerade noch ein, was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, womit ich am Anfangs ziemlich Probleme gehabt hatte. Moment. Hier auf der Minimap, also erstmal die gelben Kreise, das sind dann so die empfohlenen Questgebiete, wo man hingehen soll. Und jetzt sieht man hier so rote Punkte, das sind jetzt in diesem Fall Wölfe, und die orangenen Punkte, das sind die Questziele, wenn man jetzt irgendwie Monster töten soll. Ne? Sieh, da ist es ein Fuchs.
Also das macht es dann manchmal ein bisschen leichter, die auch zu finden, wenn man hin und wieder mal auf die Minimap guckt. Aber hier sind natürlich ganz viele. Wir scheinen schon ein bisschen mehr abzukönnen. Fertig kriegen. Mal kurz gucken. Questlog war mit Öffnen mit O. Haben wir vielleicht angezeigt, wie viele wir da schon gemacht haben? Nö. Okay. Dann wollen wir doch auch nochmal fertig kriegen hier. Also Standardangriff, Ausweichen und stärkeren Schuss. Standard, Ausweichen, stärkeren Schuss. Stufenaufstieg. Ja, super. Gut. Sprechen wir erstmal mit dem Schwarzgeist wieder. Ihr seid ganz schön außer Atem. Geht's euch gut? Seid ihr etwa schon müde? Nein, ich doch nicht. Mana-Trank. Sehen wir etwas schwach aus? What? Ich bin doch nicht schwach. Ich frage nur, weil diese Viecher uns anstarren. Aha. Ich hasse diesen Blick. Kommt, wischen wir diesen Blick aus ihren Gesichtern. Nicht unbedingt einen netten Tonfall, dieser Schwarzgeist. So, was haben wir denn jetzt? Bezwingt Zwölfe bei... Zwölfe, ja. Bezwingt Wölfe bei Olvia. Gott, Attacke. Wölfe. Wölfe gibt's da hinten. Das sind ja schon Wölfe. Auch das Wissen schon über die Wölfe erlangt. Kein Loot. Drei Wölfe. Ups, das Wolf. Ups, noch einer. Gut. Ja. Das waren die Wölfe. Und ich denke, ich sag mal erstmal, das reicht für die erste Folge. Dann sehen wir uns in der zweiten Folge wieder.